Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Guild Wars 2. So, wir befinden uns hier immer noch hier bei den Wölfen, die sich hier wohl irgendwie gegenseitig bekriegen, so wie es ausschaut. Wir müssen irgendwie da oben zu unseren Dings hinkommen. Und hier greift mich schon wieder ein Wolf an. Schnell! Toll. Ich muss hier mal Standgewehr hinstellen. So. Und die Bo muss ich auch mal rufen. Bisschen Unterstützung. Aua, 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 aua. Jetzt geht's hier schon ein bisschen anders ab. So. Müssen uns hier mal ein bisschen am Rand bleiben. Damit wir nicht gleich zu viel Aggro auf uns ziehen. Heilen und gleich hier mal so ein Standgewehr hinsetzen. Aber genau das meine ich nämlich. Ich werde hier gerade richtig überrannt. Brauche hier etwas Heilung. Ja, ja. Ich weiß. Ich flüchte jetzt einfach mal und das hat nicht geklappt. So ein Scheiß. Mann. Ja, wir haben auch hier kaputte Rüstung an und ist doch alles ein bisschen scheiße. Ich sterbe. 3, 2, 1. Tja, damit sind wir tot. Toll. Ach, leck mich doch hier. Ja, da kommen wir jetzt natürlich nicht hin, weil da gekämpft wird. Das ist alles ein bisschen doof hier in der Ecke. Das ist noch ein bisschen stark hier alles. Als Fernkämpfer, das ist so ein bisschen. Wir müssen erstmal hier zu der Abtei, du Mann. Wir müssen uns erstmal hier reparieren. Also, so geht das nicht. Da gehen wir sonst drauf. Oder nehmen zu sehr Schaden. So. Wenn wir uns hier mal reparieren gehen. Sagt eigentlich unser. Ja, wir haben ganz schön viel Schaden genommen. Wie man hier so schön sieht. So, wir haben mittlerweile hier 14 von unseren Fertigkeitspunkten. Und ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier eigentlich jetzt noch lernen sollte. Oder was am besten für mich wäre. Für einen Ingenieur. Eine große Menge Vorräte an, darunter Geschütztürme und Verbandszeug. Hm. 30, das kostet hier 30. Mörse. Baut einen stationären Mörse auf, den auch Verbündete abschießen. Was? Die auch Verbündete abschießen können? Wieso? Oh, was? Zum Schneeleoparden werden. Na gut, wir sparen mal noch ein bisschen. Oder vielleicht habt ihr auch eine Idee, was ich da als nächstes lernen könnte. Für den Ingenieur. Ich bin da immer so ein bisschen ratlos, weil ich das nicht kenne, was für ein Ingenieur ist. Ich habe sonst immer nur Krieger gespielt. Oh. So. Eieiei, das hat uns ganz schön gekostet. Wir sind blank. Wir sind Casablanca. Zu viel ist vergessen worden. Ja. Das kannst du laut sagen. So, ich werde mal hier das ganze Zeug mal ein bisschen verkaufen. So. Also unsere zweihändige Pistole, die behalten wir. Das ist eine goldene. Nicht. So, jetzt haben wir wieder ein klein wenig Silber. Ist eigentlich auch nicht dolle. Aber hier, guck mal hier. Ich habe mittlerweile jetzt schon über 11.000 Karma-Punkte. Ja.
Das finde ich schon ganz recht nett. Muss ich mal so sagen. So. Wo laufen wir jetzt als nächstes hin? Das ist hier die Frage. Wie wir zu diesem Fertigkeitspunkt hier kommen, weiß ich nicht. Ich bin hier schon abgegrast und ich habe da ehrlich gesagt keinen Plan. Wie wir hier hinkommen, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht können wir ja mal irgendwie hier... Wir müssen ja erstmal hier raus. So. Au. Ach nee, da kommen wir ja natürlich nicht hin. Das ist ganz klar. Alter, wo bin ich jetzt hier schon wieder hingelatscht? Junge, 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 Junge. Storm, ey. Also, echt mal. Oh mein Gott. Au. So, jetzt sind wir erstmal wenigstens wieder unten. So, mal gucken, wo wir jetzt hier als nächstes hinlaufen. Vielleicht rennen wir doch erstmal nach unten, falls die ein bisschen einfacher sind. Damit wir uns dann von links nach rechts wegkämpfen können. Wäre vielleicht die beste Möglichkeit. Aber wir müssen immer ein bisschen gucken, weil wir ja immer Fernkämpfer sind und wir können hier nicht im Nahkampf agieren. Das ist... Also das ist scheiße. Das ist... Das bringt uns hier dann auch nichts. Hier, ich habe hier wieder was auf der Karte. Ach, die sind da immer noch bei. So, wir könnten ja mal hier zu dieser nächsten Wegmarke rennen. Und hier ist auch noch eine entdeckte Sehenswürdigkeit. Und hier haben wir ja auch noch eine weitere Quest, die wir machen könnten. Und dann werden wir mal gucken hier, ob wir irgendwie von links nach rechts weggehen oder irgendwie. Wir müssen das irgendwie so hinwuscheln. Ja, ist doch irgendwie sehr abwechslungsreich hier in Lornas Pass, muss ich sagen. Da ist irgendwie unterschiedlich stark hier alles. Mal in Gruppen, mal nicht in Gruppen und... Ja. So, wir werden jetzt hier mal den Weg lang laufen. Wir sind mal so frei. Aber trotzdem finde ich die Gegend hier eigentlich recht schön gemacht oder so. Das gefällt mir doch schon. Irgendwie. So, da vorne ist eine... Stimme versagt schon wieder. Da vorne ist eine Wegmarke. Zack, die haben wir jetzt auch genommen. Wir müssten uns eigentlich normalerweise auch mal neue Rüstung kaufen. Aber irgendwie fehlt uns jetzt momentan der Kohle. Eigentlich gar nicht verstehe. Wir müssen Aufgaben erledigen. Damit wir wieder in Kohle kommen. Ansonsten kommen wir hier nicht groß weit. Achso, ich wollte doch eigentlich da hinten lang. Wer greift denn da jetzt die Lindwürmer an? Typischen Waldläufer. Schneller! Greifen hier natürlich alles an. Da wird aber ein Riesenbären. So, wir wollen mal gucken hier. Oh, da fällt Schnee vom Baum. Hier ist auch ein Elch. Oh, das sieht cool aus. Der sieht cool aus. Der sieht wirklich cool aus. Guckt euch mal den Elch an. Der sieht ja wirklich krass aus. Gefällt mir. So. Ach, da vorne sehe ich schon so einen kleinen Dings. Ein Hof. Oh, hier ist auch ein Eiswurm, Level 32. Verteidige den Hof. Verteidige Lüthers Hof. Wow. Sind die schon wieder alle tot?
Alter, wieso greift er denn mich immer an? Au. Ich sterbe! Alter, was geht ab? Alter, was geht? Dieser Schmerz. So. Erst Verteidigung, dann Angriff. Wir schaffen den nicht mal. Wow. Wir liegen. Nein, bitte nicht. So kalt. Oh, ey. Es kann nicht sein, dass wir zu schwach für den Level 32er Veteran Eiswurm sind. Das ist da irgendwie ist das doch Quatsch. Der ist Level 33. Na gut, er ist Veteran, aber trotz alledem. Alter. So kalt. So, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Dieser Schmerz. John. Ja, wir haben ihn gleich. Yes, und damit haben wir ihn erledigt. Oh. Ach, das war ein Event oder was? Oder wie oder wo oder was? Danke, dass ihr meine Doljaks gerettet habt. Ohne sie wäre ich so einsam. So, wir müssen die noch wiederbeleben hier. Schnell wiederbeleben. Machen wir doch gerne. So. Was hat er denn hier drin? Ach, nur eine Axt. Greifen wir uns an. Ne, die sind nicht Akku. Wenn wir den Doljak hier auch wieder beleben. Alter, und schon sind die hier Akku. Nicht das Bein! Alter. Blut. Komm hier, mein Doljak. Schnell wiederbeleben. So, da lebst du wieder. So, nu. Helft den Doljak sich statt in den 8 Pferchen. Halt die Doljaks sicher. Satt in den ihrem Pferchen. Ach so. Okay, okay.
Müssen wir hier gucken. Bei unsere gute Hirtin. Ich bete zu den Geistern der Wildnis, doch sie antworten selten. Ihr habt es geschafft. Dank euch sind meine Doljaks in Sicherheit. Sie hätten keinesfalls gegen diese riesigen Wurm bestehen können. Ich versuche nur zu helfen. Ja, aber trotz alledem ist die Aufgabe immer noch nicht erledigt. Irgendwie. Oder kann ich hier auch die hier noch töten, die hier rum sind? Ah, okay. Stampfen. Ah, okay. So kriegen wir diese Quest also noch weiter. Nicht das Bein! Abgeschlossen. Ja, ist klar, jetzt greift er mich auch an. Für meine Fähigkeit. Mit der Blitzfähigkeit muss man ein bisschen aufpassen. Da ist ein bisschen. Ja, das muss man. Das ist so ein bisschen. Da ist auch ein toter Doljak. Oh, du hast den armen Pibi getötet. Du Sack, du. So, hier ist noch ein Doljak. Den werden wir mal auf die Beine helfen. Das arme Tierchen. So, wir haben die Quest fast abgeschlossen. Irgendwie ist hier gerade ein bisschen mangelhaft. Ach, hier ist noch ein Wie heißen die Dinge? Wurzel? Da irgendwas. So, mein Wurm mal rufen. Bad, zu spät, okay. So. Sind hier noch irgendwo welche? Einsammeln. Ist noch einer. Na, den großen da lasse ich mal die Finger vorne, weil der ist ein bisschen stark. Da haben wir ja schon einen gekillt von. So. Das brauchen wir ja nur noch. Ich glaube zwei oder so. Dürften wir das hier eigentlich geschafft haben. Oh, die stürzen sich drauf auf dieses Vieh. So, wir gucken mal hier hinten. Da ist auch noch einer. Hoffentlich sind wir jetzt nicht so weit weg. Auch immer so eine Sache mit der Entfernung. Zack, zack, zack. So. Ich denke mal, jetzt brauchen wir nur noch einen und dann haben wir das geschafft. Oh, wir sind ja auch bald Level 39. Sehe ich hier gerade unten auf meiner Anzeige. Sind ja nicht mehr weit entfernt von. Siehste, und damit haben wir die Hetzing-Quest auch erledigt. Und haben hier wieder Post bekommen. Von unserer gute Hirtin. Vielen Dank für eure Hilfe auf meinem Doljakhof. Maria Next. Auch wenn einem diese aufgeblätterte Biester manchmal alles abverlangen können, mir keine schönere Arbeit vorstellen. Die Würmer, mit denen ihr euch angelegt habt, sind erstmal verschwunden. Die vermehren sich wie die Karnickel. Also schätze ich, dass sie irgendwann
wiederkommen. Wenn ihr irgendwann mal Vorräte braucht, schaut bei mir rein. Okay, danke. Jetzt kriegen wir wieder Belohnung. Jetzt haben wir wieder endlich ein bisschen mehr Geld. So. Den können wir jetzt hier wieder einsammeln, unseren Standgewehr. Mal auf die schlaue Karte gucken. Also das haben wir jetzt hier abgeschlossen. Und können jetzt eigentlich im Prinzip hier mal runterwandern hier. Da ist nämlich noch eine unterdeckte Sehenswürdigkeit. Und wie ich hier sehe, ist da eine neue Stadt. Schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir noch. So, mal gucken. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier langlaufen. Was ist das denn hier? Ist das hier so ein Vor? Ach, eine kleine Hütte. Ach, schön. Oh, hier wimmelt es auch von Riesen. Ach, die ist zu. Leeres Fass. Oh, hier ist eine Riesenaxt. Die Hütte ist zu, da kommen wir nicht rum. Laufen wir mal hinten rum. Nee, der ist... Der will seine Ruhe haben, der hat verschlossene Hütte. So, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ach du Scheiße. Also ein bisschen... Ach du Scheiße. Wir sind ja überall solche Viecher. Ich muss mich jetzt nicht mit jedem so ein Riesenvieh anlegen. Wow. Tja. Ich will doch nur vorbei. So, junge Bären. Oh. Was geht denn hier ab? Junge Eisbären. Ist ja schön. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir wieder einen Schrein der mächtigen Bären. Ja. Schönes Ding. So, wir haben jetzt auch die Bärensteinschrein haben wir jetzt auch hier uns geholt. Und wir werden jetzt mal hier runterwandern zu dem nächsten... Zu der nächsten kleinen Vor- oder Stadt, was das da sein soll. Bin ich ja mal gespannt drauf. Aus der Ferne sehe ich schon Minotauren, die hier umherkrauchen. Die sind auch schon Level 33. Ja, hier wird schon langsam... Hier sind die Monster schon langsam stärker. So, ich gehe mal hier unten lang. Ich guck mal. Ob ich hier irgendwie heil vorbeikomme. Ohne so große... Ach komm, wir kämpfen jetzt hier mal. Schnell! Kommen wir ja auch nicht ganz so ganz schnell vorbei. So. Brenn, Junge. So, das ist auch schon der nächste Raptor, der uns hier in den Weg steht. Oh, wir haben unsere Karte aufgedeckt. Ich will kein Ei, ich brauche das nicht. So, wir werden mal hier oben lang, wa? Ja, ich freue mich ja schon richtig tierisch drauf, endlich dann nachher auch Let's Plays auf meine 360 zu machen. Gestern ist ja meine Capture HD angekommen von Elgato. War nicht ganz billig, das Teil, aber ich habe das gerne in Kauf genommen für euch. Und ich muss sagen, die ersten Versuche, die ich da gestern mal gestartet habe, waren irgendwie schon recht geil, muss ich sagen. Also es sah schon richtig fett aus. Ja, es wird in HD und Full HD sein. Ist auch wohl irgendwie auch original einstellbar. Was ich ja schon richtig geil tierisch finde. So, jetzt sind wir hier im Vor angekommen. So ein kleines... Guck mal hier, das sieht ja cool aus hier. Kaskadenbrücke wurde zerstört! Was?
Kranenbrücke wurde zerstört. Das sieht ja hier mal cool aus. Richtig fett, muss ich sagen. Ja, also meine Capture-Karte ist ja gestern angekommen und ich habe da mal so erste Versuche gemacht. Und ja, ich muss mich da mit dem ganzen Schema noch so ein bisschen einarbeiten. Aber ich denke mal, bis es dann hier soweit ist, dass wir dann L.E. Noir drauf let's playen können, werde ich das wohl im Griff bekommen haben. Worauf ich mich auch schon, ehrlich gesagt, freue. So, wir haben hier noch einen Speer, den könnten wir eigentlich auch mal irgendwie abrufen. Die Abtei Dormant ist bei den Molitagegruben auf Schwierigkeiten gestoßen. Forscher suchen dort nach Relikten mit Informationen über den Krieg zwischen Zwergen und Zerstörern. Bei den Ausgrabungen werden sie jedoch von Schauflern angegriffen. Nun beginnen auch noch die Zerstörer selbst zu erscheinen. Typisch. Wieso überrascht mich das nicht, dass jedes Mal irgendwo oder irgendwie die Schaufler ihre Hand im Spiel haben? Also, irgendwo, ne? Überrascht mich das gar nicht. Ich gehe Gerüchten einer Lamia-Sichtung nach. Ach, hier? Am Himmel, hoch über den hohen Gipfeln. So, okay, ich werde jetzt erstmal an dieser Stelle eine Aufnahmepause reinschmeißen. Und da hätten sich schon Gegner. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Guild Wars 2 und meine Wenigkeit, euer Storm. Ich stelle mich jetzt erstmal hier am Lagerfeuer, ist schön warm. Bis dann, liebe Kaskadenbrücke wurde zerstört!